Stuntfahrer, der fährt hier in Aerox auf der Messe und du machst hier die Stuntshows, richtig? Ne? Ja, richtig so, ja. Mit der Aerox 70 Kubik. Okay, woher kommst du? Ich komme aus Slowenien, von einem kleinen Ort namens Radenci. Ja, okay. Und wie alt bist du und wie lange machst du das schon? Ich bin 20 Jahre alt und ich fahre seit 2 Jahren Stunts und seit einem Jahr trainiere ich etwas mehr, jeden oder zweiten Tag 3 Stunden. Okay, das hört schon relativ viel an. Ja. Wie lange fährst du denn schon Roller? Roller fahre ich jetzt seit 4 Jahren, glaube ich. Seit 4 Jahren? Ja. Okay. Und, du hast deine Kiste auf einiges umgebaut, ne? Ja, einiges. Okay, im Grundmodell ist es ja ein Yamaha Aerox 50 Kubik, ne? Was hast denn du da umgebaut und modifiziert, dass du damit so Stunt fahren kannst? Ja, da ist keine Schraube mehr original. Das ist komplett umgebaut für Stuntfahren, Roller-Stuntfahren. Hier drinnen ist ein 70 Kubik Zylinderkupplung, Sportkupplung, Sportvariomatik. Okay, was fährst du für einen Zylinder, wenn ich das fragen darf? Der Evo, luftgekühlt. Ja. Und die Rostauspuffanlage für den Zylinder handgemacht. Ja, okay. Und dann sind auch wichtig die Crashpads hier. Könnt ihr das sehen? Hier und hier. Die Gabel ist getunt, etwas härter, härtere Feder drinnen. Und jeder Stunt hat den Rollbügel dahinter. Das ist das hier. Mit Titanplatten für schönere diese Funken. Ah, okay. Gut. Und breitere Lenkung. Okay. Ja. Gut. Und Carbonbremsen. Carbonbremsen. Ja. Okay, was mich wundert, ist ein bisschen, dass du luftgekühlt fährst. Woran liegt das? Warum fährst du luftgekühlt? Zuerst war ich wassergekühlt gefahren, aber wollte ich umbauen, weil er etwas leichter ist. Okay, vorne in der Front wegen, ja, wegen dem Kühler. Ja, wegen dem Kühler. Und das meiste ist, dass er besser kühlt. Wenn ich die Burnouts mache oder langsame Zirkels, dann ist der luftgekühlte besser. Okay, gut. Hast du denn trotzdem Probleme mit der Temperatur oder passt das? Nein, habe ich noch nie gehabt mit der Temperatur. Eben bei der Show haben wir gesehen, du fährst nicht nur den Roller, sondern du fährst noch einen anderen Roller. Ja. Und in der Show hast du gewechselt. Wie kommt das? Ja, der Roller ist gerade neu aufgebaut geworden. Schwarze. Ja, der schwarze, ja. Der hat eine State 6 Racing drinnen, circa 16 PS. Fährt auch ca. 140 Stundenkilometer, aber der ist für Burnouts und schnelle Wheels gedacht. Und habe noch vor der Messe noch nie mit diesem Roller gefahren, fahre ich jetzt am ersten Mal hier. Okay, fällt dir das schwer, wenn du von Roller zu Roller umspringst? Nein, oder könntest du dich auf jeden Roller setzen, mit jedem Roller Wheelies fahren und Stoppies? Ja, da gibt es Probleme, weil jeder Stuntfahrer ist auf seinem Moped gewöhnt. Ja, ja. Und wenn ich jetzt auf einen anderen Scooter, brauche ich ein paar Minuten, dass ich... Aber dann geht's auch. Aber dann geht's auch, ja. Okay. Und du fährst hauptsächlich Roller oder fährst du noch Motorrad? Machst du motorradmäßig noch was? Ich fahre Roller deswegen, weil ich auf diesen angefangen habe, aber
Dieses Jahr werde ich auf einen großen Motorrad aufsteigen, aber der Roller wird immer mein zweites Bike sein. Okay, das heißt, du bleibst dem Roller treu und du wirst auch immer weiter Roller fahren? Ja, Roller Stunt Show wird noch ein paar Jahre geben. Sehr schön, das freut uns. Also ein Roller, der da richtig top aussieht, ja, ist ja kein Custom-Roller, ne? Ja, das ist kein Stunt-Roller dann. Genau, richtig. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, danke. Wir werden dich bestimmt wiedersehen. Die Messe ist jetzt zu Ende, drei geile Tage gehen vorbei und es ist lohnenswert, es war eine coole Messe, hier kann man wirklich viel ausprobieren, viel testen, viel fahren, man hat Spaß und die Leute stimmen, das passt alles, war eine coole Messe und das war's für uns, wir sind raus. Ich bin der Einzige, der arbeitet, ja? Der Einzige.